Ja, willkommen zurück zu Pokémon Spirit, ein Pokémon-Fangame von Iris Plays und Osoma LP. Und ich habe von Osoma einen Kommentar erhalten, in dem er schrieb, dass es eine neue Version gäbe. Die ich habe auch versucht, da heranzukommen, bin in das Ankündigungsvideo, da sind ja einmal der Link zum normalen hier Spiel und einmal zum Let's Play geeigneten Spiel. Und auf letzteren bin ich gegangen und habe da aber nichts gefunden, weil da stand dann irgendwie, ja, da ist nichts Neues. Du kannst mir gerne den Link schicken, also über Discord den Link schicken, mittels den ich dann auch zu dieser neuen Version komme dann. Ja, das klappt ja irgendwie nicht. Ich habe zwar mir vorgenommen, für diesen Part jetzt die neue Version herunterzuladen, aber irgendwie, wie gesagt, haute das nicht hin und deswegen wird noch weiterhin die alte Version oder eine der älteren Versionen gespielt. Und ich habe auch, also er hat auch geschrieben, man könne mit F12 ein Reset machen, allerdings schließt sich das Programm dadurch. Also Reset ist es denn eigentlich nicht gerade, sondern es ist einfach nur, ja, das Programm schließt sich. Da kann ich das auch weg-Xen oder auf hier Exit gehen, also hier über das Menü auf Exit. Und dann hätte ich den gleichen Effekt. Von daher bringt mir das mit F12 nichts. Naja. Aber ich finde es ganz gut, das muss ich auch loben, dass ihr einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hier mit diesem Spiel habt, dass ihr dann immer auch neue Versionen, also fehlerbereinigte Versionen dann auch zur Verfügung stellt, obwohl noch nicht die Vollversion zugänglich ist. Okay, dann wollen wir mal hier in diese Schneeberge gehen. Und sollten die Pokémon oder die Trainer, falls es da welche gibt, überlevelt sein, dann weiß ich, dass ich da noch nicht hin soll. Aber im Momentan, wir haben jetzt Schnäppke, ist es, glaube ich, ne? Heißt nicht im Deutschen. Svello ist gar nicht so. Also ein Eis-Pokémon wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich will erstmal sowieso in die Stadt, also in die nächste Stadt gehen. Ich lasse auch, wenn möglich, die Trainer aus. Ich brauche ein Poké-Center. ich habe schon zwei Items hier jetzt gesehen, aber da werde ich mich dann drum kümmern. Ich will erstmal auf schnellstem Wege zum nächsten Ort. So. Ja, und auch hier das Fangen von Pokémon. Damit werde ich mich dann auch erst beschäftigen. Das ist so ein Schnäppke. Wäre gar nicht mal so schlecht, ne? Okay, ich muss hier einmal, glaube ich, rumgehen hier, ne? Falls ich den Weg hier richtig interpretiert habe. Um da hochzukommen, oder? Ja. Aber Moment mal. Wenn ich jetzt auf die Karte gehe. Hier. Yuki City. Komme ich von hier aus doch gar nicht dahin, oder? Was ist das hier eigentlich? Baranta Power Plant. Ja, gucken wir mal. Aber hier komme ich doch eher da oben hin. Mal gucken. Ich schaue mich hier erstmal um, so ein bisschen. Okay, hier, so komme ich zum Item. Ice Gem. Okay, was ist das jetzt genau? Ice Gem. A gem with an essence of ice. When held, it strengthens the power of an ice type. Move only once. Ach so, ja, ach so, okay, ja. Aber diese einmaligen Geschichten, die finde ich nicht so berauschend. Okay, ja, jetzt bin ich hier und jetzt. Gut, jetzt geht es hier auch noch weiter nach oben. Problem ist aber. Ach so, ich muss wahrscheinlich hier durch diese Höhle, um da weiterzukommen, ne? Oh. Ja, auch hier einmal hier schnell. Ja, komm.
Denn Zwello ist jetzt, wie man sehen kann, nicht gerade viel KP jetzt übrig. Möchte ich also unnötige Kämpfe vermeiden hier. Oha. Ja, ich glaube, hier kann ich... Ich glaube, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt, passt jetzt, glaube ich, nicht so, oder? Oh, richtige Hit. Oh, ist trotzdem super effektiv. Okay. Das passt mir ganz gut hier. Ja, jetzt ist die Frage. Von hier aus komme ich auch da hoch, ne? Genau. Da bin ich den einen Trainer umgangen. Also, wie gesagt, diesen Ort hier, den schaue ich mir zu einem anderen Zeitpunkt mal genauer an. Ich will mich erstmal heilen gehen irgendwo. Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal durch diese Höhle hier, wa? Macht es nicht so spannend hier. Komm. Ah, Moment, Moment. Die Musik kommt mir bekannt vor. Oh nein! Ernsthaft? Oh, die Musik aus Octopath Traveler. Oh, die ist so genial. Oh, ich liebe die einfach nur. Die passt ja auch ganz gut zu einem Schneegebiet hier. Oh, ach, oh nein, nicht wie diese Rutschsachen hier. Oh, das ist eine meiner Lieblingsmusikstücke aus Octopath Traveler. Einfach klasse. Ah, ich finde es klasse, dass ihr es mit eingebracht habt hier. Okay. Nee, ich glaube, das bringt nichts. Warte mal, ich muss das irgendwie so... Moment. Ach, trotzdem wilde Pokémon hier. What? Ein Eis-Onix, oder was ist das hier? Oder es ist seine normale Farbe in diesem Spiel. Ich fliehe lieber. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt Schutz hier verwenden soll. Ja, Super Repel. Ah. Wisst ihr was? Ich speichere vorher. Will ich speichern? Komm. Ja, ich weiß auch nicht. Ah, nee, lassen wir. Nachher ist auch noch ein Fehler hier, überhaupt hier gewesen zu sein. Deswegen, ja, bin ich da lieber vorsichtiger. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich muss ja irgendwie da durchkommen jetzt. Da durchrutschen hier, so. Okay. Und wenn so ein Schnäppke kommt, dann ist es ja kein Problem. Nein, die heißen Schnäppke. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, selbst schuld, dass du daneben gehauen hast, Mensch! So. Was haben wir denn hier noch alles? Das klopft. Wieso ist das... Ach, komm, das ist doch einmal deppenhaft hier. Ich wollte die nicht sowieso nach vorne nehmen hier? So, ich glaube... Warte mal... Wieso kann ich nicht hier... Hallo? Das gibt's doch nicht. So. Jetzt haben wir's. Okay. Also Garados regelt mal wieder. Hey! So. Ja, was bringt mir das jetzt hier zu sein? Jetzt komme ich nie wieder zurück hier, oder was? Oh,
Der Rückweg ist bescheuerter als der Hinweg hier. Schöne Pokémon hier, aber bringt mir jetzt nichts. Ich will hier einfach nur durch, um mich irgendwann mal heilen zu können. Das ist nämlich auch immer so ein großes Problem, wenn man solche großen, weiten Wege macht. Dass man dann nicht die Möglichkeit hat, ich komme hier gar nicht mehr weg. Oder? Ach doch, wenn ich hier und hier, so. Okay. Wahrscheinlich muss ich erstmal nach rechts gehen hier. Jetzt erstmal überall Earthquake hier. Komm, sieh zu jetzt! Ah, kann ich noch achtmal verwenden hier. Warum darf der zuerst? Das hier? Was bringt es mir hier zu sein? Wahrscheinlich, bringt mir die Höhle noch gar nichts hier. Ja, diesen Zerstörer noch nicht hab hier, ne? Oder Zerschmetterer oder wie auch immer das. Oh, nein, Mann. Okay, dann gehen wir erstmal hier. Vielleicht soll ich da doch erstmal hier in diese Richtung gehen. Hier so. Oh, scheiße, ein Trainer. Ja, muss sagen, die Pokémon hier drin sind aber auch um einiges gefährlicher. Ich werde, denke ich mal, jetzt gleich doch hier Schutz nehmen. Ich meine, auf diesem Eis hier, da kommen finden keine Kämpfe statt. Ich meine, das ist auch in Original-Pokémon-Spielen der Fall. Warte mal, das war, glaube ich, jetzt nicht so klug. Hier, jetzt, so runter, so. So. Oh, Mann, noch weitläufiger kann man es nicht machen, oder? Ich will doch einfach nur in... Oh, nein. Kann ich... den Kampf umgehen? Scheiße. Inside the Frostbringer Mountain are very rare Pokémon. Ja, es ist mir aufgefallen. Aber ich will erstmal doch... Also der Hauptgrund, warum ich jetzt hier bin, ist die Hoffnung, dass wenn ich jetzt durch diesen Tunnel gehe oder durch diese Höhle gehe, dass ich auf der anderen Seite bei einer Stadt rauskomme. Oder bei einem Dorf. Das ist, der Hauptgrund, warum ich überhaupt hier drin bin. Ich will doch nur erstmal mich heilen können. Dann kann ich das dann noch weiter untersuchen hier. Gut, erstmal nur Earthquake machen hier, ne? Na gut, er kann zwar auch andere Attacken, aber die bringen nichts hier. Nein. Gut, dass er keine fliegende Pokémon hat hier. I heard that in the deepest area of this mountain lives a strong and rare Pokémon. Arctos? Eventuell? Oder vielleicht ein anderes? Aber ich... Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich hier bin. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt... Ah. Okay, das nehmen wir uns noch mal mit hier. Ultraball. Okay, es bringt eigentlich überhaupt nichts, hier zu sein. Merke ich gerade hier. Irgendwie sowas wie Fluchtseil. Nichts danach aus. Oder hier vielleicht. Genius Wing. Halt etwas auf.
Ja, keine Ahnung, ne? Wie müsst ihr denn eben den Weg? Achso, Moment. Ah, komm. Oh, shit. Nee, passt. Okay. Ja, da komme ich nicht ran, da brauche ich Zerschmetterer. Ah, es geht hier noch weiter. Ah, danke, danke. Das wollte ich doch nur. Hello, I'm a nurse from the Mobile Nurse Force. We are trying to make the life as a trainer as comfortable as possible. Would you like me to heal your Pokémon? Yes. Dankeschön, dankeschön. Ich mag diesen Berg hier. So, ja, jetzt kann ich ja mal schauen, welches Pokémon könnte ich jetzt mal... Jetzt kann ich ja an sich ja... ja, ich würde immer Butterfree mal nach vorne machen. Ja. Jetzt kann ich ja auf Pokémon-Jagd gehen. Also so Eis-Pokémon, ne? Sind ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, bevor ich das mache, werde ich erstmal gegen diesen Trainer dort antreten. Did you catch an Onix? N Onix. Da müssen es N noch hin, weil ein Vokal drauf folgt. Heike Quenden. Aber wahrscheinlich habt ihr das in der neuen Version schon korrigiert. Deswegen. Aber trotzdem der Hinweis von mir, falls es nicht der Fall ist. Wie gesagt, Osoma, du kannst mir ja über Discord den Link zur neuen Version schicken. In diesem Trailer-Video, da. Also unter dem Trailer-Video, da funktioniert der Link jedenfalls nicht. Der Link führt mich zwar zu der Download-Seite, aber da ist kein Inhalt. Das, da solltest du nochmal, oder da solltet ihr dann nochmal nachschauen dann. Dann ein Onix, ne? Kann man ja auch ganz gut mit Earthquake besiegen hier, ne? Super effektiv. So. Das ist jetzt ein guter Ort, um auf, wie gesagt, auf Pokémon-Jagd zu gehen. Aber erstmal, wie gesagt, diesen Trainer hier besiegen. Polygon, ja, ja. Brandon is about to send in Swindup. Ich bleib jetzt mit Garados. Ach so, der ist das. Okay, ja, ja. Ja, von mir aus. Komm, 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 komm. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie wenig Schaden Tackle macht. Ich glaube, ich kann ihn nicht damit besiegen, oder? Oh, doch. Aber trotzdem, ich meine, dass auch Bagarados Tackle schwach ist. I caught one. Ja, habe ich gesehen, dass du einen Onix gecaught hast hier. I heard that once upon a time Onix conquered the ocean and got to a new region. Ja, ja. Wie auch immer. So, jetzt werde ich hier Butterfree nach vorne. Ich denke, mag vielleicht erstmal seltsam anmuten, aber ich denke mir schon was dabei, warum ich das mache. Wie gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen... Ach, scheiße, ich habe keine... Moment mal. Ich habe keine Bälle hier, ne? Mehr? Also jetzt nicht mehr so viele, zumindest. Great Ball... Ultra, gut, Ultra Ball 3 Stück, aber... Na gut, wie gesagt, erstmal hier... Ja. Komm, jetzt kommt kein Pokémon, wa? Oh, ist aber, jetzt weiß ich aber auch nicht, ob ich da... Oder ist hier jetzt... Es ist so eine Art, freie Zone, der es keine wilden Pokémon gibt hier. Ah, doch, jetzt. Ah, und das ist ein Onix schon mal hier. So. Ich werde mal erstmal gucken mit Confusion, was ich hier anrichten kann. Okay. Ich nochmal Confusion einsetze. Ja. Ja, und jetzt müsste es eigentlich passen hier. Weil, ja, 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 komm, 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 komm. Einmal versuche ich mit Sleep Powder. Ja, klappt sogar. Sehr schön. So, dann fangen wir uns diesen Onix hier. Ich finde, der sieht so eisartig aus. Ist es gewollt oder ist es hier die Normalfarbe? Oder ist es hier, weil es in der Eishöhle ist? Great Ball erstmal.
Gotcha! Onyx was caught. Yeah. Okay. Onyx will grow when the temperature is below. Okay, das ist, dann ist es in diesem Fall jetzt irgendwie Eis. Ein Eis-Pokémon, okay. Steht ja auch da oben Eis und Felsen, okay. Also below zero, ja, Celsius. And Moment. Aber Onyx war doch immer nur Felsen-Pokémon, ne? Oder ist es hier anders? Habt ihr das extra geändert für Onyx? Naja, auf jeden Fall. Okay, nochmal. Also Onyx will grow when the temperature is below zero, ja, Grad Celsius and will melt if it's above. It like to live in colder places. Das überrascht mich jetzt so ein bisschen. Aber okay. Ist dann hier mal nur mal so. Nein. Onyx, oh, ja, genau. Okay. So, ein Schnäppke würde ich auch noch gern haben. Dann bin ich glücklich. Oder den habe ich auch noch nicht, ne? Zwindup. So. Ja, das war Confusion natürlich. Aha. Okay. Was Leap Powder verwenden. Mal gucken, ob das reicht, um ihn einzufangen. So, wenn ich ihn jetzt nicht gleich beim ersten Mal mit einem normalen Pokéball einfange, dann. Okay. Dann hätte ich ihn besiegt. Weil ich will jetzt nicht wirklich alle Pokémon fangen, sondern nur die interessantesten. Den finde ich jetzt nicht sonderlich interessant, aber ist ganz okay. Auch Eis, ne? Hier. This small hairy Pokémon is always on the hunt for food. They lurk around the ground and can easily be missed. Alles klar. Ja. Dann, nein, will ich nicht. Und, okay. Also hier könnte ich länger verweilen, diesem Ort hier. Erstmal natürlich, weil hier in der Nähe eine Krankenschwester ist. Und weil die Musik ist einfach der Hammer. Schnäppke, yay! Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch und heiße am Ende nicht Schnäppke. Ich meine aber, das ist Schnäppke. Also die heißen Schnäppke im der deutschen Version. Ah, okay. So. Oh, sogar super effektiv hier. Da muss ich aufpassen hier. So. Sleep Powder. Shit. Wir machen dann nochmal ein bisschen, ne? Die Headbutt. Komm jetzt hier! So. Ja, komm. Lass mich jetzt hier. Diesmal nehme ich aber einen Ultraball. Yes! Snorunt was caught. Ja. Ist nur Eis, ne? Genau. Their coat protects them from any external damage. The hardcore of this Pokémon is filled with never melting ice. Okay. Alles klar, dann, nein. Okay, ja, dann wollen wir uns nochmal hier auf. Ich denke mal, ich bin jetzt auch zufrieden mit den Pokémon, die wir hier bekommen haben. Und ja, auffrischen. Und dann geht es im nächsten Part hier mit in dieser Höhle mit dieser richtig klasse Musik aus Octopath Traveler weiter. Bis zum nächsten Part. Mach's gut. Tschüss.